Für uns sind unter anderem einige methodische Innovationen in dem Projekt spannend, die wir so bislang noch nicht umgesetzt hatten. Zum Beispiel führen wir nicht nur Interviews mit Personen, die über ein gemeinsames Lernen und Austausch mit anderen berichten, sondern wir versuchen dann auch, diese anderen für ein Interview zu gewinnen. So lernen wir die jeweils andere Perspektive auf die gemeinsame Lernerfahrung kennen. Sonst ist vor allem der Forschungsgegenstand des Projekts etwas Besonderes. Es gibt zwar Vorarbeiten zur Mediennutzung verschiedener Generationen und auch zum gemeinsamen Lernen von Erwachsenen ganz unterschiedlichen Alters, aber generationenübergreifende Lernprozesse im Kontext digitaler Medien und außerhalb von organisierten Kursen wurden so bislang noch nicht untersucht.